Hast du Mama Danja gesehen? Hast du Mama Danja gesehen? Hast du Mama Danja gesehen? Coole Frisur. Hast du Mama Danja gesehen? Hast du Mama Danja gesehen? Bist du Mama Danja? Bist du Mama Danja? Bist du Mama Danja? Oder du? Oder du? Charlie, hast du Mama gesehen? Hey Leute! Kann ihr mit? Immer noch nicht mit, Mama Danja. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. In Adopt Me City habe ich sie einfach nicht gefunden. Vielen Dank für eure Tipps und wir werden jetzt weitersuchen. Die Suche nach Mama Danja geht weiter, aber in Adopt Me City habe ich sie nicht gefunden. Deswegen bin ich jetzt zu einer weiteren Stadt gegangen und zwar Bloxburg. Und hier habe ich auch ein tolles Haus und normalerweise müsste Mama Danja hier vielleicht sein. Ich weiß es nicht. Sie hat mir noch keine Nachricht geschrieben, deswegen muss ich wirklich gucken, wo sie vielleicht ist. Und das ist die nächste Stadt, die ich jetzt kenne hier bei Roblox. Deswegen dachte ich mir, als Baby Khan suche ich jetzt mal Bloxburg. Aber hier bei Bloxburg sehe ich irgendwie ein bisschen größer aus, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem, wir sind auf der Mission nach Mama Danja. Mama Danja, bist du hier im Schrank? Ich habe sie immer noch nicht gefunden und ich weiß echt nicht. Ich glaube, ich muss die ganzen Spiele bei Roblox nochmal durchgehen. Und das werden wir gemeinsam machen. Vielleicht werdet ihr etwas entdecken, wo ihr sagt, da könnte sie vielleicht sein. Und nochmal vielen Dank für eure Tipps, falls ihr weitere Tipps habt. Gerne. Und eine Sache möchte ich noch nicht machen. Und zwar, ich weiß, ich muss das aber im Laufe der Woche machen. Und zwar wurde mir gesagt, dass sie vielleicht ja bei Piggy ist. Auf einem eigenen Server. Muss ich mal gucken. Also hier zu Hause ist sie definitiv nicht. Wir können ja mal bei den Nachbarn... Oh, das könnte vielleicht ihr Haus sein. Wir klopfen mal bei den Nachbarn. Hallo? 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 Ist Mama Danja bei dir? Ich glaube, ich kletter mal in dieses Haus. Hallo? Ich schau mal. Vielleicht kann ich ja was sehen. Vielleicht hat sie sich hier versteckt. Aber warum sollte sie sich vor mir verstecken? Das weiß ich nicht. Mama Danja, bist du hier? Bitte. Hallo? Du da. Geht's dir nicht gut? Hallo? Also, wir fahren gleich auf jeden Fall, oder wir gehen gleich auf jeden Fall in die Stadt. Mama Danja, wie konntest du mich nur alleine lassen? Wir haben Donnerstag, also jetzt im Spiel. Ich weiß, in echt ist es jetzt Mittwoch. Aber trotzdem. Vielleicht, bist du das? Mama Danja! Hey! Wie siehst du denn aus? Bist du's? Nein, bist du... Oh, aber du hast ein schönes Haus und du hast auch einen Pool, so wie wir. Aber du bist nicht Mama Danja. Hey, warum schmeißt du mich raus? Wir müssen jetzt auf den Bloxburg Boulevard. Ich weiß echt nicht, wie ich das hinbekommen soll. Und die Stadt hier ist so groß. Adopt Me City, finde ich, ist nicht so groß. Also sie ist schon groß, aber sie ist überschaubar. Ah. Ich war schon mal in Bloxburg vor ein, zwei Jahren. Wobei, als Baby kam, nein, ich war noch gar nicht hier. Ich bin hungrig. So, jetzt geht's mir wieder besser. Vielleicht ist Mama Danja am Arbeiten. Vielleicht hat sie einen neuen Job. Das kann ja sein. Mama Danja hat vielleicht einen Job hier bei Bloxburg. Das kann sein. Und deswegen suche ich sie jetzt gerade hier. Aber wo könnte sie denn arbeiten? Im Supermarkt vielleicht? Oder an der Tankstelle? Vielleicht hat das mit ihrer neuen Arbeit zu tun. Hallo, Bloxy Burger. Vielleicht arbeitet sie hier. Hey, Leute. Hi. Hast du Mama Danja gesehen? Nein, ich verkaufe... Nein, ich arbeite nicht hier. Hey, ich arbeite nicht hier. Ich will hier nicht arbeiten. Hast du Mama Danja gesehen? Hast du Mama Danja gesehen? Hast du Mama Danja gesehen? Coole Frisur. Hast du Mama Danja gesehen? Hallo, Charlie. Ah, vielleicht in der Pizzeria, aber natürlich. Oder im Möbelhaus. Hey Leute, hi. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich mir vielleicht auch Essen bestellen. Danke. Ist ein anstrengender Tag hier nach Mama Danja zu suchen. Ist auf jeden Fall eine leckere Pizza. Habt ihr da Mama Danja gesehen? Immer wollen die direkt, dass ich arbeite. Ich arbeite nicht hier. Ich bin auf der Suche nach meiner Mama. Ich meine, vielleicht wollte sie sich ja neue Sachen angucken, die es in Adopt Me City nicht gibt. Hallo. Hast du Mama Danja gesehen? Auf Wiedersehen. Anscheinend nicht. Sie will mir Möbel verkaufen. Das wäre, glaube ich, ein tolles Bett hier. Für Mama Danja. Aber tut mir leid, ich muss dich erstmal finden. Sieht echt toll aus hier. Wir müssen weiterschauen. Vielleicht da hinten. Im Hair Studio. Also hier in Bloxburg gibt es auf jeden Fall voll viele Läden. Der Justin sollte mal hier hinkommen und Elsa auch. Hey, was ist denn los? Wartet ihr hier alle? Bist du Mama Danja? Bist du Mama Danja? Bist du Mama Danja? Oder du? Oder du? Ich glaube nicht. Ich höre sie auch nicht. Also, wenn das ein Spaß ist, Mama Danja, oder ist das so ein Rätsel, was ich lösen muss? Aber du hast mir auch keine Hilfe gegeben. Schauen wir mal im Supermarkt. Vielleicht arbeitet sie hier. Oh, ihr seid ja schon wieder hier, Leute. Ich brauche eine Cola. Ich mache Feierabend, wann ich will. Ich arbeite nicht hier. Ich will diese Klamotten nicht. Ist das wieder Charlie? Charlie, hast du Mama gesehen? Es ist schon dunkel. Es ist 18 Uhr. Oder
bist du beim Fitness. Mann! Muss mich jetzt erstmal ein bisschen abreagieren. Wo könnte sie denn noch sein? Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wo Mama Danja sein könnte. Okay, es geht weiter. Reicht jetzt. Müssen weitersuchen hier. Oder vielleicht hat sie auch Spaß ohne mich und ist in der Disco oder so. Ha? Vielleicht ist sie die Bürgermeisterin und sie möchte mich damit überraschen. Oh, coole Sache. Kann ich das benutzen? Hm. Hi, da! Hey! Oh, Danja ist nicht hier. Sie ist auch nicht feiern. Hätte mich auch stark gewundert. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, es regnet. Wir müssen ganz schnell hier rein. Vielleicht ist sie ja jetzt die Bürgermeisterin. Das kann alles sein. Vielleicht will sie mich damit überraschen. Und das ist unsere neue Stadt hier. Wir sind von Adopt Me City nach Bloxburg gezogen. Oder Bloxburg. Hallo? Ist Mama Danja da? Hm. Hallo? Warum macht mir denn keiner die Tür auf? Hm? Ist das Rathaus schon geschlossen? Schwierig. Ganz schwierig. Also hier in der Stadt habe ich sie noch nicht gesehen. Und wenn du dich versteckst, ist das kein schönes Versteckspiel, weil ich weiß gar nicht, dass wir Verstecken spielen. Ich glaube, Mama Danja hat eine neue Stelle, eine neue Arbeitsstelle und sie möchte mir einfach nicht sagen, wo sie arbeitet. Sie möchte es einfach nicht. Oder sie wollte doch ein Auto kaufen. Oder Feuerwerk. Hey, hast du Mama Danja gesehen? Das habe ich mir jetzt mal mitgenommen, damit ich nachts auch was sehen kann. Hallo Mike, ich bin auf der Suche nach Mama Danja. Kann ich mir hier ein Auto kaufen? Ist aber teuer. Teuer. So ein Quad. Teuer. Motorrad. Auch teuer. Teuer. Ist alles so teuer, das kostet zu viel. Wir schauen mal in der Tankstelle, vielleicht ist sie da. Oh, cool. Ich glaube, das ist die Werkstatt. Aber das würde Mama Danja nicht machen. Weil, also, sie könnte hier nicht arbeiten. Sie kennt sich damit nicht so aus. Es ist schon bald nachts. Ich gehe mal auf das Riesenrad da hinten. Och, Mama Danja, jetzt muss ich schon hier im Dunkeln nach dir suchen. Hättest du zumindest nicht eine WhatsApp oder so schreiben können? Vielleicht müssen wir im WhatsApp-Simulator nach ihr suchen, oder Leute? Hm. Vielleicht kriegen wir da eine Nachricht von ihr. Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Also ich weiß, ihr müsst heute viele Kommentare schreiben, aber schreibt es doch mal rein. Sollen wir mal im WhatsApp-Simulator nach ihr suchen? Hm? Vielleicht ist sie da. Vielleicht kriege ich da eine Nachricht von ihr. So, ich gehe jetzt hier drauf. Ganz alleine. Einsam. Ohne Mama Danja. Wo arbeitet sie denn? Wenn ich wüsste, wo sie arbeitet, dann wüsste ich vielleicht, okay, ich muss da hin. Oder bist du hier im Wasser? Muss ich nach dir tauchen? Oh, das sieht aber gefährlich aus. Ich hoffe nicht, dass Mama Danja da ist. Oh, kannst du mir nicht einfach eine Nachricht oder so schreiben? Da bin ich zu Hause aufgewacht und du warst nicht da. Einen Zettel hättest du mir auch schreiben können. Oh, also ich hoffe, sie ist nicht hier. Oh, oh. Leute. Wartet, 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 wartet. Da steht doch was. Was steht hier? Ich möchte aber nicht in diese Höhle. Mama Danja? Hallo? Bist du da? Hm. Oh. Sind wir auf einmal bei Minecraft? Bist du da, Mama Danja? Nein. Nein, ich kann jetzt hier nicht arbeiten. Sorry. Ich hatte ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst hatte ich schon, weil es ist ja auch dunkel draußen. Es ist schon gleich 12 Uhr nachts. Und ich hoffe, um 3 Uhr nachts passiert hier nichts Schlimmes. Sieht auf jeden Fall ein bisschen gruselig aus. Hm. Oh, ich mag es nicht nachts hier. Bist du hier? Hm. Natürlich nicht. Ich will einfach nur noch nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe Mama Danja auch in Bloxburg nicht gefunden. Ich weiß einfach nicht, wo sie ist, Leute. Ihr müsst mal bitte in die Kommentare schreiben, wo könnte ich noch suchen? Ich werde auf jeden Fall noch im Laufe der Woche werde ich noch zu Piggy gehen, auf den Server. Und mal gucken, ob ich sie da finde, im Haus oder in einem anderen Kapitel. Eigentlich möchte ich das nicht, weil ich habe ein bisschen Angst. Aber ich muss es machen, für Mama Danja. Okay, Leute, ich muss einmal kurz auf Klo. Hallo, nicht gucken! Hey! Also, es ist jetzt schon ziemlich spät geworden und nun ja, was soll ich sagen? Also, ich putze mir jetzt noch meine Zähne. Erst Hände waschen. Zähne putzen. Und nun ja, ich werde sie suchen. Und ich weiß noch nicht, wo es als nächstes geht. Vielleicht zu Piggy, vielleicht woanders hin. Ich habe auch gelesen, dass sie vielleicht bei Eat or Die ist. Also als Vielfraß, Mama Danja. Ich muss mal schauen. Ich glaube, morgen gehen wir zu Piggy, oder Leute? Morgen.
gehen wir zu Piggy. Es wird ein harter Tag. Tür zu. Leute, das war's. Im Bloxburg haben wir Mama nicht gefunden, Mama Danja. Und sie hat immer noch keine Nachricht geschrieben. Also sollen wir beim WhatsApp-Simulator nach ihr suchen? Wo sollen wir noch nach ihr suchen? Schreibt's bitte wieder in die Kommentare. Ich werde morgen, glaube ich, zu Piggy gehen. Und mal gucken, ob ich sie da im ersten Kapitel oder im zweiten oder vielleicht sogar im dritten Kapitel finden werde. Auf einem anderen Server. Macht's gut, Leute. Also, wenn ihr die Suche nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon ganz verwirrt. Tschüss.